Training entwickelt und fördert die körperliche Leistungsfähigkeit, das Reaktionsvermögen und denke die Überwindung eines Gegners im Nahkampf. Wenige Sekunden der Schwäche, eine einzige Fehlreaktion, können über Leben und Tod entscheiden. Die Fairness des Sports ist aufgehoben. Es gilt nur noch ein Gebot: Siegen. Im Nahkampf von Mann gegen Mann. Der Körper ruht, scheinbar entspannt, gleichmäßig auf beiden Beinen. Die Arme sind locker vor der Brust gekreuzt oder mit geöffneten Händen auf die Hüfte gestützt. Die Füße stehen fest auf dem Boden, niemals gekreuzt, sondern jederzeit bereit, sich einer neuen Lage anzupassen. Schläge werden mit der Außenkante der Hand geführt, und zwar gegen die besonders empfindlichen Körperstellen des Gegners. Zu diesen empfindlichen gehören die Seite des Halses zwischen Kinn und Ohr, direkt unter dem Kiefer, die Oberlippe, dicht unter der Nase, das Genick an der Verbindungsstelle von Schädel und Wirbelsäule, die Nieren an der unteren Kante des Brustkorbs, der Solarplexus, den man entweder mit der Außenkante der Hand angreift oder durch einen geraden Stoß mit den Fingerspitzen der gestreckten Hand. Dieser gerade Stoß kann auch gegen den Adamsapfel oder gegen die Augen geführt werden. Eine besonders empfindliche Stelle ist die Leistengegend. Schon ein leichter Schlag dorthin kann einen Gegner außer Gefecht setzen. Auch die Füße beteiligen sich am Kampf, durch einen Tritt auf den Spann des Gegners, gegen sein Schienbein oder in die Leistengegend. Auch das Knie ist eine Waffe im Gegenangriff. Stoß in die Leiste, in das Gesicht des Gegners oder in den Solarplexus. Die wichtigsten Griffe machen sich Hebelwirkungen an Gelenken und Knochen zunutze. Hier der Handgelenkgriff. Das Handgelenk des Gegners wird mit beiden Händen umfasst. Dabei drücken die Daumen auf den Handrücken und drehen gleichzeitig das Handgelenk um. Ein anderer Griff ist der sogenannte umgekehrte Handgelenkgriff. Die Hand des Gegners wird nach innen gedreht. Dabei hebt sich sein Ellbogen und die Wirkung des Ellbogengelenks als Hebel wird verstärkt. Je mehr Widerstand der Gegner leistet, umso stärker wird der Schmerz und damit die Wirksamkeit des Griffes. Werden die Handgelenke nach innen gedreht, ergibt sich eine ungeheure Hebelwirkung. Druck verhindert jede Bewegung. Ein Hammergriff mit zusätzlichem Druck auf das Handgelenk. Hier einer der wichtigsten Kopfgriffe. Ein Arm wird um den Nacken des Gegners gelegt und packt den anderen Arm, während die freie Hand den Kopf festhält. Jeder Versuch aus dem Griff herauszukommen, macht diesen nur fester. Eine einfache Methode, durch Hebelwirkung den Rücken durchzubiegen. Eine Hand packt den Gürtel, die andere drückt auf die Brust. Oder einen Arm um die Hüfte und mit der anderen auf das Kinn drücken. Auch Angriffe gegen das Knie sind wichtig. Sie werden bei einer ganzen Reihe von Aktionen liegenderweise angewendet. Einfache Griffe des Gegners lassen sich meist lösen, indem man seinen Daumen nach innen oder nach außen drückt. Die Zeitlupenaufnahme zeigt deutlich, wie ein Druck gegen den Daumen selbst bei einem körperlich überlegenen Gegner den Griff löst. Einen Würgegriff können Sie durch eine plötzliche Drehung des Körpers und Senken der Hüfte lösen. Drehen des Körpers mit gekrümmten Schultern kann Griff lösen, während die Hände zur Abwehr von Fußtritten oder Kniestößen frei bleiben.
Wird der Würgegriff von hinten mit gestreckten Armen angesetzt, so packen Sie die Daumen. Durch die Hebelwirkung löst sich der Griff des Gegners leicht. Er verliert durch die heftige Drehung, die den Ellbogen blockiert, an Widerstandskraft. Sein Gesicht kommt in den Bereich Ihres Knies. Nun im Zeitlupentempo. Daumengriff. Drehen des Körpers. Kniestoß. Werden Sie von hinten in einen Würgegriff genommen, versuchen Sie nicht sofort den Griff zu lösen. Packen Sie zunächst die Arme des Gegners, um Luft zu bekommen und den Griff zu lockern. Schlagen Sie ihm kräftig mit der Hand oder Faust in die Leisten. Wenn er dabei das Gleichgewicht verliert, lassen Sie sich je nach seiner Stellung auf ein Knie fallen und schleudern ihn mit einem Schulterwurf ab. Im Fallen hält er Arme und Körper unwillkürlich so, dass Sie mühelos den Ellbogengriff ansetzen können. Dann können Sie den errungenen Vorteil zu einem heftigen Angriff auf irgendeinen Körperteil ausnutzen. Nun dasselbe in Zeitlupe. Tief einatmen. Schlag in die Leisten. Niederknien. Schulterwurf. Ellbogengriff. Wenn Sie die Hände auf der Hüfte haben, wird der Gegner versuchen, Sie unter den Armen zu packen. Bevor er jedoch seinen Griff vollendet, beugen Sie sich vor, packen ihn am Fußgelenk und ziehen sein Bein nach oben zwischen Ihre eigenen. Jetzt sind Sie Herr der Lage. Sie schleudern ihn zu Boden und lassen sich mit voller Kraft auf seine Brust oder seinen Bauch fallen. In Zeitlupe. Packen des Fußgelenks. Hochziehen. Auf ihn werfen. Sie fassen den Arm des Gegners. Dann klemmen Sie Ihren linken Fuß von innen her hinter seinen, halten ihn an seinem Bein oder seiner Hüfte fest und lassen sich nach hinten fallen. Liegt der Angreifer am Boden, können Sie ihm den Arm brechen oder seinen Nacken bearbeiten, solange er durch eine Beinklammer an der Bewegung gehindert wird. Und nun dasselbe in der Zeitlupe. Arm festhalten. Auf die Beinstellung achten, Hand im Schritt, voller Schwung, Bein spreizen. Wenn der Angreifer zur Umklammerung ansetzt, drehen Sie sich, packen seinen Arm mit der Hand direkt über dem Ellenbogen, mit der anderen direkt über dem Schultergelenk. Jetzt einen Schritt seitlich nach vorn, Körper nach außen drehen und Sie können einen Hüftwurf anbringen und sich dann mit voller Wucht auf ihn fallen lassen, während Sie seine Arme festhalten. Der Zeitlupe. Oberarm mit beiden Händen packen. Hüftschwung.